Forstschuldirektor Anton Aldrian war über den Bau direkt gegenüber seiner Forstschule hocherfreut und er dankte allen, die zum Gelingen beigetragen haben. Ja, wir sind sehr froh, dass wir diesen Schritt machen konnten. Das Holztechnologische Zentrum und Betriebswirtschaftliche Zentrum sind natürlich auch für unsere Ausbildung ein ganz großer Schritt nach vor. Wir haben jetzt eine sehr moderne Einrichtung und ich denke also auch, dass mit diesem Gebäude, das wirklich ganz gut gelungen ist, wo das Alte und das Neue zusammengefügt worden ist, auch symbolisch für unsere Ausbildung steht. Wie stehen Sie generell zur Architektur, Altes mit Neuem zu verbinden, so wie hier? Ja, zuerst waren wir ein bisschen skeptisch, ob aus diesen vielen alten Gebäuden noch etwas Schönes wird, aber ich muss echt sagen, also auch die Denkmalschützer und alle jene, die sich hier bemüht haben, man muss ihnen recht geben, es ist ein tolles Werk gelungen und wir fühlen uns alle sehr wohl drinnen. Und wichtigste ist, glaube ich, dass Schüler das annehmen und soweit meine Rückmeldungen da sind, sind die Schüler sehr froh, dass sie da sein können und das spricht für sich. Die sind sicher ehrlich. Der Brucker Architekt Meinhard Neugebauer, der den Umbau gemeinsam mit seiner Tochter Ute geplant hatte, stand zu Beginn vor einer schwierigen Aufgabe, musste er doch die Auflagen des Denkmalschutzes berücksichtigen. Aber das Werk ist gelungen. Davon konnten sich die zahlreichen Ehrengäste hinauf bis Landwirtschaftsminister Niki Berlakovic bei der Eröffnung überzeugen. Auf jeden Fall eine tolle Symbiose zwischen Verbindung alter Bausubstanz mit neuer Architektur. Eine tolle Lösung, vor allem wichtig, um jungen Menschen eine wichtige Ausbildung zu geben im Bereich der Forstwirtschaft. Der Wald spielt für Österreich wirtschaftlich eine riesige Rolle, weltweit für die Ökologie ein großes Thema. Und Bruck an der Mur ist ein hervorragender Standort für die forstliche Ausbildung, die international sehr anerkannt ist. Und auch der Kostenrahmen von 4,5 Millionen Euro wurde eingehalten, sagte Helmut Kramer, Obmann der Brucker Wohnbau, dem Bauträger bei diesem Projekt. Landesrat Hans Seitinger hob die Verwendung von Holz als Baustoff hervor und sprach geradezu euphorisch von einem Gesamtkunstwerk, das hier geschaffen worden ist. Und Brucks Bürgermeister Bernd Rosenberger lobte die Win-Win-Situation für die Stadt und vor allem für die Schule und ist froh, dass man dem Drängen vieler Interessenten, die das Haus zuvor schon haben wollten, nicht nachgegeben hat. Dieses Haus ist deshalb so wichtig für uns in der Tradition der Stadt, in der historischen Bedeutung, außerhalb der Stadtmauern gelegen. Hier war alles, hier war Bürgerspital, hier war Armenhaus, hier war Militärkommando und all das, was es in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten auch gegeben hat. Jetzt ist ein modernes Schülerhaus, ein modernes Lehrgebäude daraus geworden und es ist wirklich ein Freudentag auch für die Stadt Bruck, die Eröffnung heute. So gesehen wieder ein Meilenstein, den man mit guter Zusammenarbeit in der Stadt Bruck an der Mur gesetzt hat. Was wieder einmal beweist, gemeinsam geht vieles leichter.